Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Dass ich so gern ein Fahrrad möchte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir wollen heute anfangen, das Häuschen vom Weihnachtsmann zu bauen von der Serie Weihnachtsmann und Co. KG. Ich glaube, jeder kennt die Serie, von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's! Für den Start besorgen wir uns einfach mal ein bisschen roten Beton, Schwarzeichenholz, Blöcke, Treppen davon. Glatter Quarz ist mal wieder dabei, davon eigentlich einmal nur den Block. Sondern Treppen und Stufen holen wir uns auch einmal raus, denn rote Netherziegelstufen, davon nochmal die Treppen bitte. Oder ist Glas, empfehle ich euch einfach mal fürs Weihnachtsmannhäuschen, gelbes Glas. Man kann auch gerne wie immer türkises oder ja, hellblaues nehmen, was euch gefällt, aber ich finde ganz passend diesmal ein bisschen gelbes Glas. Für unser Weihnachtsmannhäuschen brauchen wir eine Stellfläche von 25 Blöcke mal 34 Blöcke. Das ist die Fläche, die unser Haus umfasst. Da solltet ihr euch, sag ich mal, definitiv so einen Bereich euch freilassen, um es perfekt hinzukriegen. Pi mal Daumen könnt ihr euch wie immer ein bisschen mehr Blöcke natürlich Platz lassen, wenn ihr euch noch im Wald hinbauen wollt. Oder vielleicht auch noch die Startbahn von unserem lieben Weihnachtsmann. Aber na gut, würde ich sagen, geht's gleich los mit dem Grundriss. Wir schnappen unseren roten Beton und ziehen uns erstmal hier, das sieht ja so aus wie so ein Haar, die Form vom Haus, ja, die wir uns jetzt hier einmal platzieren können. Da setzen wir uns eine Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke zum Start. Erstmal hin, denken wir an den Seiten mal nach hinten weg. Da setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke weiter ran, sodass wir hier 7 Blöcke haben. Dann können wir einmal hier so einmal in die Ecke gehen, hier zur Seite weg und setzen da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Nach den 7 Blöcken lassen wir 4 Blöcke Platz und setzen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Sobald wir das haben, gehen wir wieder einmal nach vorne so einen Knick und setzen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke hin. Also halt die gleiche Länge, wie wir es haben. Ne? Dann sieht es schon mal so aus wie auf der anderen Seite. Geh nochmal zur Seite hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dass wir vorne halt insgesamt 6 Blöcke haben. Und dann geht es einmal schon nach hinten weg. Da setzen wir jetzt ganz einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 weitere Blöcke einmal ran. Sobald wir das haben, geht es hier einmal wieder zur Seite weg. Hier haben wir wieder eine Länge von 6 Blöcke, lassen aber diesmal in der Mitte 2 Blöcke Platz für die Tür später. Dann geht es wieder einmal zur Seite nach hinten und setzen hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 9 Blöcke. So, jetzt geht es hier wieder einmal zur Seite weg. Wir knicken wieder ab. Diesmal brauchen wir nicht unbedingt 10. Wir sehen es schon ganz gut auf der anderen Seite. Ne? Wir ziehen das so lang, wie wir es jetzt drüben schon haben. Gehen wieder den Knick nach vorne und setzen hier nach vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke. Ne? Das ist dann genauso lang wie auf der anderen Seite. Hier machen wir an den Seiten auch nochmal 2 jeweils. Ne? Und hier in der Mitte lassen wir 2 frei für die Tür. Und sollten das jetzt hier perfekt noch einmal nach vorne ziehen können. Sobald wir unsere Form jetzt von unserem Weihnachtsmannhäuschen haben, können wir das Ganze auch hochziehen. Wir wollen das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcke machen. Das heißt jetzt, wir haben schon eine Schicht, dann kommt die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte rauf. Ja, dann heißt es wieder in die Hände spucken und die Blockreihen hier alle schön gemütlich nach oben ziehen. Haben wir soweit denn alles hochgezogen, kommen wir nochmal zu unseren offenen Flächen, die wir hier haben. Hier vorne einmal bei unserer Viererfläche, würde ich sagen, lassen wir unten auch eine Viererhöhe Platz und die restlichen drei Ebenen ziehen wir einfach mal zu. Das gleiche Spiel machen wir dennoch mal auf der anderen Seite. Wir haben ja hier an sich ja nur eine Zweierbreite, was wir hier haben, aber die Höhe lassen wir auch auf 4 Blöcke und können hier ja, gegebenenfalls auch die letzten drei Blockreihen hier einmal nach oben ziehen. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Nun wollen wir weitermachen, dass wir jetzt schon so ein bisschen den Vorbau machen fürs Dach. Wir haben jeweils eine Vorder- und Rückseite, wo wir jedes Mal das gleiche machen. Das heißt, wir fliegen hier vorne auf unsere 6er Länge, die wir hier haben und machen uns hier jetzt Schicht um Schicht, halt, das war jetzt falsch gesagt. Wir fangen jetzt erstmal so an, dass wir hier noch eine weitere Reihe machen von 2 Blöcke. Und dann geht es los, dass wir das wie eine Pyramide machen, nur dass wir unsere Pyramidenstufen immer 2 Blöcke sind. So, das machen können wir hier insgesamt 3-mal machen. Ja, das machen wir hier dann nochmal auf der anderen Seite auch nochmal zusammen. Also, erste Reihe hier einmal komplett hier erweitern um 2 Reihen. Dann machen wir es ein bisschen enger. Wieder um 2 Reihen. Und noch ein letztes Mal. Und fertig. Das wollen wir natürlich noch einmal hier auf der gegenüberliegenden Seite uns einmal drauf platzieren. Sobald wir es drauf platziert haben, geht es jetzt ran, dass wir auch schon mit dem Dach gleich anfangen können. Wir fangen einfach, ja, Vorder- oder Rückseite ist egal. Wir machen jetzt erstmal beim Dach die Seitenteile. Die Mitte machen wir dann nochmal extra. Ne, dass wir eigentlich so gut wie, ja, viel schaffen auf einmal. Und daher nehmen wir jetzt mal unsere Schwarzeichenholzblöcke, fangen an der Seite an, dass wir jetzt erstmal hier überall drauf 2 Blöcke uns platzieren. Oben machen wir nur eine Reihe davon hin. So, das können wir hier erstmal einmal schön lang platzieren. Und dann wollen wir es auch gleich einmal überstehen lassen. So können wir natürlich nicht das Ganze lassen. Wir nehmen nochmal unsere Treppen und verfeinern das Ganze. Und zwar an der Seite platzieren wir die Treppen einmal
ja, eigentlich mit dem Rücken nach außen. Das machen wir eigentlich hier jedes Mal. Immer so beim Übergang könnt ihr hier einmal eure Treppen euch einmal platzieren. Auch hier unten, zack, die Treppen einmal unten ran. Dann sollte das so aussehen und danach kommen wir gleich zu unseren Quarzblöcken. Die könnt ihr dann hier auch gleich an der Seite platzieren. Nur dass wir jetzt immer bei so einem Übergang, ne, eine Treppe setzen. Ne? Und ganz zum Schluss haben wir hier zwei Treppenreihen, die wir hier oben einmal haben. Und so können wir das einmal langziehen. Wir machen das gleich nochmal bei einem, ja, zweiten Teil hier einfach mal gesagt, hier von unserem Dach. Ja, das ist Sitz bei uns. Okay, das können wir hier nochmal auf der anderen Seite auch nachziehen. Also immer Blöcke unten und beim Übergang eine Treppe hin. Ich glaube, das ist eigentlich ganz übersichtlich. Wir machen es nochmal zusammen hier beim anderen Vorbau, das jetzt auch, sag ich mal, hier sitzt. Also wir fangen erstmal an mit unseren Holzblöcken, die wir hier einfach mal komplett glatt einmal ranziehen. Hier einmal komplett ringsrum. Ja, das ist ja ganz einfach. Dann lassen wir es gleich noch einmal überstehen, so dass wir hier jetzt nach nur noch unsere Treppen nehmen müssen und die immer unter so einen Übergang einfach mal platzieren müssen. Also wir spiegeln es eigentlich genauso, wie wir, sag ich mal, das oben uns einmal gesetzt haben. So, also von den Quarzeimer spiegeln wir uns das, dass halt unsere Holzeimer unten die Treppen sind und beim Quarz setzen wir die Treppen immer oben einmal hin, ne, beim Übergang. Bei den Seitenteilen ist es auch gar nicht mal so schwer, sich die, sag ich mal, so drauf zu platzieren. Wenn man das natürlich auf einer Seite hat, ist es zur anderen Seite natürlich noch einfacher, weil man sich dann einfach nur noch nach hinten zieht. Wir wollen aber auch gleich ein bisschen mehr Arbeit machen. Das heißt, wir wollen uns das gleich auch noch einmal überstehen lassen. Gut, wir haben schon das Holz einmal überstehen gelassen. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal das mit unseren Quarzsachen machen. Denn unser Quarz soll ja natürlich diese Schneedecke symbolisieren, die ja beim Häuschen vom Weihnachtsmann oben drauf ist. Und so kann man es natürlich auch nicht lassen. Dann nehmen wir nochmal unsere Quarzstufen und wollen das nochmal ein bisschen verfeinern. Das heißt, immer bei so einem Übergang hier, von Treppe zu Treppe, ja, oder hier Treppe zu Block, setzen wir nochmal einfach eine Stufe hin, damit das Ganze doch ein bisschen dicker ist und so aussieht, ob der Schnee da richtig schön drauf liegt. Und ich würde euch noch empfehlen, jetzt einfach mal an der Seite hier von unserer Blockreihe auch nochmal dann einfach hier drunter eine Stufenschicht zu machen. Sieht einfach schicker aus. Das macht man natürlich auch nochmal auf der anderen Seite. Hier müssen wir es dann auch natürlich noch einmal überstehen lassen, ne, damit wir auch hier, sag ich mal, nochmal unsere ganzen Stufen uns hier platzieren können. Ist eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt, wenn ich das jetzt hier einfach mal so mal setze, dass ihr genau seht, wo unsere Stufen platziert werden. Und wie das aussieht zur anderen Seite, das wollen wir uns natürlich gleich mal angucken. Mit Zauberhand werden die Dächer hier wieder rauf platziert. Immer toll, wie es doch klappt mit der Zauberkraft von Weihnachten, um sowas fertig zu bauen. So, wir wollen trotzdem noch ein paar kleine Änderungen machen. Ja, oder Erweiterungen. Kann man mal sehen, wie man möchte. Zum einen noch kurz gesagt, wir haben es ja überstehen gelassen. Ich habe das mir oben nochmal statt mit Stufen, mit Treppen gemacht. Sieht doch ein bisschen besser aus. Wir können ja nochmal auf der anderen Seite hier gucken. Ne? So sieht es aus, wenn man es mit Stufen macht. Gut, kann man machen. Aber es sieht doch noch ein bisschen besser aus, wenn wir hier oben bei der letzten Reihe einfach Treppen hinmachen. Der Rest habe ich gelassen mit Stufen. Nur oben halt mit Treppen. Sieht einfach besser aus. Zweite Sache wäre noch, ihr könntet natürlich, wenn ihr euch das jetzt überstehen lassen habt, noch natürlich die Treppenreihe, die wir hier zum Schluss hatten, noch einmal unter unserer Dachebene hier einmal nach hinten zieht. Ne, dass ihr euch das hier einfach mal so lang zieht, dass es hier nicht hohl ist. Ne, dass ihr euch da einfach auch die Treppen untersetzt. Ne, das macht ihr auch auf der innenliegenden Seite. Nun wollen wir aber natürlich noch das mittlere Teil auch noch zuziehen. Das heißt, hier machen wir jetzt auch wieder eine weitere Dachebene hin. Ich habe mir das jetzt an den Seiten hier, sage ich mal, die erste Reihe so noch Platz lassen. Ne, dass wir vom Dach haben, weil wir ja hier das nächste raufsetzen wollen. Wir werden das erste machen, was natürlich am einfachsten ist, das Dach miteinander auch gleich verbinden. Das heißt, die erste Dachebene hier mit diesen zweimal Blöcken und einmal Treppe, können wir hier auf beiden Seiten schon mal langziehen. Das können wir hier ruhig schon mal machen. Da können wir eigentlich auch gleich hier unten einmal unsere Treppen nochmal langziehen. Stufen natürlich dann auch gleich unter den Quarzblöcken platzieren. Dann ist es gleich abgeschlossen. So, und die Stufen runter. Wunderbar. Und dann sieht das erstmal so aus. Das wollen wir natürlich auf der anderen Seite genauso machen. Das heißt hier Stufen runter und die Treppen gleich hinterher. Nachdem wir dann die Treppen dann hier unter noch verbaut haben, gucken wir jetzt oben einmal drauf. Eigentlich ganz einfaches Prinzip. Wir wechseln uns jetzt ab mit Stufen und einem Block. Andere Seite genauso. Stufe, Block, Stufen und in der Mitte einen Block. So, ich habe jetzt hier komplett Stufen genommen. Ist jetzt aber nicht so wild. Einfachster Schritt wäre natürlich dann hier erstmal eine Sache von irgendwas lang zu ziehen. Wir entscheiden uns jetzt hier einfach mal für den Block, den wir uns hier einmal langziehen können. Danach bleiben dann nur noch die Stufen übrig. Die ziehen wir natürlich gleich hinterher. Oh, andere Seite natürlich das gleiche Spiel. Und die Stufen setzen wir einfach mal dazwischen. Bevor es jetzt gleich mal rangeht an unsere Fenster und Türen, wollen wir noch auf unserer Rückseite noch Schornsteine platzieren. Die Rückseite befindet sich da, wo wir später auch unsere Haustür haben. Könnte auch die Vorderseite sein vom Haus, eher gesagt. Aber in den meisten Folgen sah man immer, die andere Seite ist mehr die Vorderseite. Nee, egal. So, wir stappen mal unseren roten Beton, fliegen auf unsere Vorderrückseite, wie man sehen möchte, halt jedenfalls da, wo wir unsere Türen haben.
So, da fliegen wir oben einmal hin. Wir haben ja hier oben zwei Treppenreihen. Ab der zweiten Treppenreihe gucken wir mal hin. Lassen vorne 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Dann schlagt ihr mal 2 weg. Ich würde mal sagen, die Schornsteine, die machen wir auf eine Höhe von insgesamt 3. Das reicht völlig aus. Und ganz oben setzt ihr einfach noch ein paar Stufen hin. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Auf der Außenseite bei der zweiten Treppenreihe 1, 2, 3, 4 Platz lassen. 2 weghauen. Setzen wir hier dreimal den roten Beton rauf. Und eine Stufenreihe. Wunderbar. Dann gucken wir mal auf die Mitteseite jetzt hier einfach mal. Hier lassen wir, würde ich mal sagen, an der Seite einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Dann schlagt mal 2 weg. Andere Seite sollten wir dann hier auch nochmal 6 Blöcke haben. Wunderbar. Hier wollen wir jetzt einfach mal 2 Treppen reinsetzen. Und darüber schlagen wir 4 Blöcke weg, sodass wir an der Seite jeweils einen überstehen haben. Da können wir, machen wir einfach mal Stufen hin. So, darüber die Treppen mal weghauen. Wunderbar. Denn hier wollen wir jetzt noch so ein weiteres Fenster einfach mal reinbauen. So, ich mache mal die Stufen da auch nochmal weg. Dann setzen wir hier mal einfach mal unseren roten Beton hin. An der Seite lassen wir es, würde ich mal sagen, einmal so. Also ein Block an der Seite und nochmal 2 hier oben drüber. Das reicht schon völlig aus. Da können wir dann auch gleich mal unsere Treppen oben verbauen. Und das lassen wir hier schön oben hier einmal ankanten. Wunderbar. Treppe hier auf der anderen Seite runter. Super. So, hier zwischen machen wir nochmal ein paar Stufen hin. Dann würde ich sagen, können wir hier schon mal das erste Fenster so ein bisschen reinbauen. Ob ihr jetzt die Stufen von unseren Ziegeln hier einfach mal oben oder unten macht, das könnt ihr entscheiden. Ne, was euch so ein bisschen besser gefällt. Aber ich glaube, ich lasse das unten. Ne, das passt. Überlegt gerade noch, ob wir vielleicht auch hier Treppen uns hinmachen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ich würde mal sagen, wir lassen Treppen darunter. Das sieht nicht schlecht aus. Man kann auch Stufen nehmen. Naja, beides geht. Gut, daneben wollen wir natürlich noch 2 Schornsteine machen. Wir lassen hier einfach mal so 3 Blöcke Platz. Und dann schlagen wir mal hier die Stufe und den Block einmal weg. Und machen uns hier auch Schornsteine hin auf eine Höhe von 3. Und oben kommen die Stufen rauf. Andere Seite genau das gleiche Spiel. So, hier einfach mal 3 Blöcke Platz lassen. Und dann setzen wir hier auch nochmal unseren Schornstein hin. Ne, wir gucken mal von der vorderen Seite. Hier haben wir dann 3 Blöcke. Und die Stufen oben rauf. Und fertig wäre das. So, kommen wir jetzt dazu, unsere Fenster noch überall einmal reinzusetzen. Dabei würde ich sagen, fangen wir natürlich hier auf der Seite an, wo wir uns ja auch gerade befinden. Wir gucken einfach mal über unseren Türen so ein bisschen. Da sollten wir einen Platz lassen von um die 3 Blöcke. Dann könnt ihr hier einfach mal ein 2x3 Fenster euch mal freihauen. Und ich hoffe, ich muss es jetzt nicht immer zu sagen, aber wir machen es standardmäßig bei den ganzen Fenstern, dass wir unten wie oben uns einfach Stufen platzieren. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Über unserer Tür 3 Blöcke Platz lassen. Dann machen wir auch ein 2x3 Fenster einfach mal rein. Und dann kommen wir, würde ich mal sagen, bevor wir an die Seiten gehen, einmal auf die Innenseite, dass wir uns die hier auch nochmal komplett ausstaffieren. Da würde ich sagen, fangen wir gleich erstmal hier in der Mitte an. Denn hier können wir uns ein 2x4 Fenster uns einmal reinhauen. Ne? Das ist, obwohl halt 4, ich würde mal sagen, das machen wir noch ein bisschen größer. Das können wir ruhig machen. Sodass es hier auf eine Höhe von 5 ist. Das passt wunderbar. Daneben wollen wir einfach mal 2 Blöcke Platz lassen. Und dann können wir hier ein 3x3 Fenster uns hier reinhauen. Wollen wir natürlich synchron nochmal auf der anderen Seite machen. 2 Blöcke Platz und ein 3x3 Fenster. Einfach mal hier ein bisschen freischlagen. Und dann machen wir auch wieder ein bisschen Synchronarbeit hier auf den anderen Seiten. Da gucken wir am besten vorne. 2 Blöcke Platz lassen. 2x3 Fenster, 2 Blöcke Platz, 2x3 Fenster. Die wollen wir natürlich nochmal synchron auf der anderen Seite halt platzieren. Auch hier 2 Blöcke Platz, 2x3 Fenster. Wieder 2 freilassen und wieder ein 2x3 Fenster hier einfach mal reinhauen. So, dann haben wir schon mal die Vorder- oder Rückseite, wie man es immer sehen möchte, schon mal fertig. Kommen wir jetzt mal zu den Seiten. Und die Seiten sind komplett auf beiden Seiten gleich. Also das wollen wir auch gleich synchron machen. Wir lassen hier vorne erstmal insgesamt 5 Blöcke Platz. Dann schlagen wir ein 3x3 Fenster rein. Und davon wollen wir jetzt insgesamt 3 Stück machen. Wir lassen zu jedem Fenster immer 2 Blöcke Platz. Dann wieder 3 weg, 2 Platz und 3 weg. Und dann sollten wir hier vorne noch 3 Blöcke haben. Na, das geht dann hier alles schön auf. Und diese 3 Fenster machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir fliegen hier gleich hin. Lassen dann 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Und dann kommen hier unsere 3x3 Fenster gleich einmal rein. Wir mal wieder 2 Blöcke Platz lassen. Und dann schlagen wir sie hier wieder einmal rein. Dann kommen wir schon auch zu unserer anderen Seite, zur Rückseite, sage ich jetzt mal dazu. Wo wir auch noch ein paar Fenster uns ein bisschen setzen wollen. Wir fangen wieder auf der Vorderseite an. Hier eigentlich genau gleiches Spiel wieder wie synchron denn auf der anderen Seite. Hier machen wir jeweils 2 Dreierfenster, also 2x3 Fenster rein. Über den Fenstern machen wir dann auch wieder so 3 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier das nächste gleich rein. Das machen wir natürlich gleich auf der anderen Seite synchron mit. Hier auch nochmal zweimal hier dieses 2x3 Fenster. Zack, das kriegen wir hier schnell reingebastelt. Und danach könnten wir ruhig noch ein weiteres setzen. Da würde ich einfach hier zur Seite gehen. Ja, 2 Blöcke Platz lassen und wieder dieses 2x3 Fenster hier einfach mal rein. Aber das machen wir nur auf der einen Seite, auf der anderen Seite machen wir das nicht, denn wir wollen ja uns auch noch Türmchen hier bauen bei unserem Häuschen. Und da ist das ein bisschen eng, wenn wir uns hier noch so ein
ja, Fenster uns einfach mal reinquetschen wollen. Aber wir könnten was anderes machen, und zwar hier vorne bei unseren Scheuneingang, weil hier befindet sich ja, sag ich mal, der Rentierstall vom Weihnachtsmann. Hier ist ja denn das Tor. Machen wir einfach ein paar Treppen an den Seiten hin, Stufen oben hin, und dann wäre das erstmal so fertig. Na gut, bleibt eins noch übrig, unsere Glasblöcke, die wollen wir natürlich gleich mal hinter unseren Fenstern verbauen. Wer möchte, kann sich die Fenster natürlich auch gleich noch verkleiden, oder ihr lasst es euch holen, wie ihr möchtet. Ich finde es aber immer schöner, wenn man sich die zubastelt, denn ich sag mal, vom Weihnachtsmannhäuschen ist es doch ein bisschen eng, und in den meisten Folgen, ja, haben sie es auch komisch gezeichnet. Also wirklich einrichten könnte man es nicht, da müsste man draußen den Maßstab ändern, aber dann kommt das wieder nicht so ganz zum Original, wie das, sag ich mal, da so gezeichnet wurde. Von daher sollte man es schon mehr so Deko bauen, aber ich finde, Deko ist ja auch nicht schlecht, denn der Weihnachtsmann, der verrät ja nicht all seine Geheimnisse, von daher weiß man ja auch nicht genau, wie es beim Weihnachtsmann zu Hause aussieht. Wir haben unser Glas verbaut und kommen dann danach schon wieder zu neuen Blöcken. Wir holen uns jetzt mal ein bisschen glatten Sandstein raus, davon Treppen, Stufen sind natürlich mit dabei. Wir holen uns ein bisschen gelbe Keramik raus, schwarzer Beton, Würbretter, ich finde die Farbe ganz passend. Dazu holen wir uns noch passend dann den Stolperdrahthaken. Ein paar Tropenholzstufen begleiten uns wie die Treppen davon. Fangen wir erstmal an, unser Häuschen ein bisschen zu vervollständigen. Wir nehmen mal kurz mal unsere Würbretter zur Hand. Hier möchte ich mir gleich schon mal ein bisschen das Scheunentor hier einfach mal ein bisschen machen von unserem Rentierstall. Einfach unsere Holzblöcke hin und ein paar Stolperdrahthaken rein als Griffe und fertig. Dann kommen wir noch gleich zur anderen Seite. Hier möchte ich mir gleich noch meine Tür mal fertig bauen, damit das schon mal fertig ist. Dann haben wir das hier schon mal tüffig. So, einmal Keramik ein bisschen reinsetzen. Darüber würde ich mal sagen, zweimal eine Stufenreihe. Und dann hier mit den Treppen, zack, formen wir uns die einfach mal so zusammen, dass sie zusammenlaufen. Wer möchte, kann als Türgriff sich gerne einen Stolperdrahthaken nehmen oder Knöpfe. Das ist so ein Spielraum, da kann man sich aussuchen, was man möchte. Vielleicht tauschen wir das noch später aus, aber wir nehmen hier erstmal den Stolperdrahthaken. An der Seite genauso hier, ein paar Stufen runter, Treppen ran und fertig ist es. Halten wir uns jetzt aber nicht mehr mit den kleinen Sachen auf, kommen wir zu den großen Sachen. Und bei unserem Weihnachtsmann, der besitzt drei russische Türmchen noch an seinem Häuschen, die wollen wir uns auch noch ein bisschen basteln. Wir nehmen unseren Sandstein erstmal, wir fangen erstmal auch mit dem größten Turm an. Der befindet sich so ein bisschen seitlich von unserem Scheunentor. Da würde ich sagen, dass der einfach drei Blöcke Platz. Setzt euch denn hier zwei Blöcke hin. So schräg davon machen wir uns einen hin und hier nochmal so zwei hin. So, die können wir uns auf eine Höhe, jetzt würde ich mal sagen, ziehen von 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt muss ich hier ein bisschen was weghauen, warte, machen wir nochmal. So, also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Machen wir mal 19 Blöcke hoch, das passt ganz gut. Dann können wir uns hier erstmal die anderen Reihen hier auch noch mal hinterherziehen. Müssen wir ein bisschen was hier weghauen, das stört uns aber nicht. Sobald wir denn die beiden Reihen auf 19 Blöcke hoch haben, wollen wir die natürlich nach vorne noch etwas erweitern. Denn unsere Seiten haben eine Breite auf jeder Seite von 3. Ihr könnt euch das ein bisschen besser vorstellen, wenn wir hier unten einfach mal viermal unsere Holzblöcke platzieren. Da könnt ihr ab der vierten Reihe dann einfach mal, weil das hier so ein bisschen so ein Tor oder so eine Tür sein soll zu unserem Turm, einfach mal mit Treppen machen, und darauf könnt ihr dann hier einfach mal noch eure Sandsteinblöcke hier einmal platzieren und die komplett nach oben ziehen. Dadurch erhaltet ihr jetzt schon, ihr seht schon, eine Form von 3x3. Das wollen wir zu den anderen Seiten auch jeweils hier machen, dass wir hier immer so ein Dreierfeld uns machen. Müssen wir natürlich ein bisschen wieder was weghauen von unserem Dach, damit das hier alles schön zusammenpasst. Ja, das schlagt euch einfach hier zurecht und zieht die anderen zwei Reihen natürlich auch nochmal nach oben weg. Ich überlege gerade, ob wir jetzt erstmal das Dach aufsetzen oder noch Fenster reinhauen. Aber ich denke mal, Fenster wären nicht schlecht, wenn wir das machen. Ich würde mal einfach oben ein 2x3-Fett hier an der Ecke mal freihauen. Oben setze ich mir Treppen hin, unten kommen die Stufen hin. Wir haben jetzt nur einen großen Turm. Da müsst ihr mal gucken, wo euch das machen wollt. Ich werde mir jetzt hier oben einfach nur innen drin, oh, kann ich hier gar nicht reinfinden, oh, müssen wir von oben, einfach mal hier hinter keine Glasblöcke platzieren, sondern einfach nur meinen schwarzen Beton. Ihr könnt beim Großen das, sag ich mal, so machen, dass ihr euch Glas und dahinter Beton nimmt, um das, sag ich mal, ein bisschen zu verkleiden. Aber wir wollen noch zwei kleinere machen und da passt das nicht so ganz. So, auf der Rückseite hier mache ich mal einfach so ein ganz einfaches 1x3 Fenster. Ne? Wie gesagt, könnt ihr gleich verkleiden. Ich empfehle jetzt einfach mal den schwarzen Beton dafür. Da passt das ganz gut. Und bevor wir jetzt die anderen zwei Türmchen bauen, weil die sind komplett synchron, machen wir den erstmal komplett fertig, weil der ist, sag ich mal, der herausragende. Hier wollen wir jetzt einfach mal oben mal so ein Viereck uns hier mal lang ziehen. So, einfach mal hier so lang. Dann würde ich sagen, könnt ihr das einfach mal an der Seite hier überall erweitern von unserem Dach. So, überall einen Knubbel ran. Da könnt ihr auch nochmal an jeder Seite hier nochmal einen weiteren Knubbel machen, so dass wir hier insgesamt einen Dreier drauf haben.
So, das erweitern wir hier gleich mal um eine weitere Reihe. Und ihr zieht gleich die Seiten hier einmal mit. Das könnt ihr euch einfach hier so, zack, einmal ringsrum ziehen. Und sobald wir das haben, kommen wir wieder dazu, das Ganze umzudrehen. Und zwar jetzt gehen wir hier einfach wieder enger. Man kann auch gerne hier gleich einmal hier so eine Fläche ausfüllen. So. Einfach sich hier so eine kleine Fläche machen und pyramidenartig dann hier immer so nach oben gehen. Ich glaube, das ist ganz simpel. Na, das formt ihr euch dann hier zurecht. Zack, bis wir hier oben zu einer schönen Spitze kommen. Und fertig habt ihr diesen russischen Turm. Na, das ist eigentlich ganz easy. Und von diesem Turm bauen wir uns noch zwei weitere. Die sind aber komplett synchron. Wir nehmen jetzt einfach mal unseren Sandstein erstmal. Wir richten uns ein bisschen vom Tor aus. So, ab der ersten Reihe hier gehen wir mal nach oben. So, Stufe mal weghauen. Und dann schlagen wir uns hier mal so ein Feld von 3x3 hier mal rein. So, 3x3. Und die machen wir eigentlich auf der gleichen Höhe, wie wir, sag ich mal, den hier haben. Da müsst ihr gar nicht mehr wirklich zählen. Da müsst ihr einfach nur gucken. Genauso hoch, wie wir den haben. Wunderbar, das passt. Da kann man auch, wenn man möchte, gleich sich hier die Fenster mal reinhauen. So, hier machen wir ein paar kleine Fenster einfach mal rein. Passt ja nicht gerade wirklich viel vom Platz her. Und da seht ihr ganz gut, wir haben hier wirklich nur eine Fläche frei. Und wenn ihr da Glas reinmacht, könnte man ja durchsehen, ist ein bisschen doof. Von daher nimmt da irgendwie schwarzen Beton und dann sieht das tüffig aus. Bevor wir zum Dach kommen, machen wir das noch einmal. Und zwar mache ich mit denen jetzt hier einfach mal in die Ecke hin. So, einfach mal hier von der Ecke gesehen, mache ich mir hier einfach diesen Dreier hier einfach mal rein. So, müssen wir mal ein bisschen gucken. 3x3. Wunderbar, passt. Gut, den können wir natürlich dann auch gleich wieder einmal hochziehen, wie wir die anderen schon haben. Hauen da natürlich dann auch wieder gleich mal unsere zwei Fenster rein. Dann ist das gleich schon mal tüffig und fertig. Und zuletzt wollen wir natürlich noch die beiden Dachkuppeln raufbauen von unserem russischen Stil. Sind eigentlich fast genauso aufgebaut, wie wir die jetzt schon woanders haben. Also wir setzen hier erstmal mit unserer Keramik so ein schönes Viereck rauf. Und das wird auch passend, wenn wir das mal gleich synchron bauen, weil dann spart ihr euch die Arbeit, das später nachzuziehen. So, dann setzen wir uns hier einmal so ein Knubbel in der Mitte hin und nochmal so ein Dreier einfach mal drauf. Einmal ringsrum ziehen. Das erweitert ihr gleich hier mal um eine zweite Reihe, dass es ein bisschen höher ist, ein bisschen dicker ist. Und sobald ihr das habt, geht es eigentlich genauso wieder umgedreht wieder zu. Wir werden wieder enger hier. So, wer möchte, kann sich hier auch gerne gleich wieder eine Fläche ziehen, wenn das ein bisschen einfacher für jeden ist. Drauf noch ein Pluszeichen und auf dem Plus noch ein Knubbel drauf. Und schon habt ihr den russischen oder das russische Dach fertig. Ganz easy. Na, andere Seite genauso. Wir machen unsere Knubbel in der Mitte hin. Dreier gleich rauf. Wie ihr euch die, sag ich mal, von der Art gleich hochziehen wollt, ist euch überlassen. Aber ganz easy peasy kommen wir hier auch zum Ziel. So, nur noch die Spitze hier einmal raufziehen. Machen wir hier nochmal unser schönes Pluszeichen rauf und ein Knubbel in der Mitte hin. Wenn du jetzt denkst, wir sind fertig, na, nicht so ganz. Wir machen noch zwei kleine Feinheiten. Zum einen, auf unseren russischen Türmchen wollen wir nochmal so eine kleine Spitze machen mit Eisengitter. So, einfach zwei Stück rauf, das reicht schon völlig. Dann sind wir damit auch durch. Und ich habe mir nochmal Knöpfe rausgeholt, damit wir, sag ich mal, unten bei unserer Tür jetzt auch nochmal eine andere Art vom Türknauf machen können. Ich finde irgendwie die Schwarzeichenholzknöpfe eigentlich passend. So, sieht da auch nicht schlecht aus. Ne? Wie gesagt, ihr könnt Stolperdrahthaken nehmen oder Knöpfe, was euch halt gefällt. Das verwendet doch. Nach harter Arbeit und viel Schweiß steht nun das Häuschen von unserem lieben Weihnachtsmann. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen Feinarbeit machen, das heißt natürlich die Umgebung gestalten, ne, damit das auch ein bisschen passt. Wir gucken uns das hier einmal drüben an. Ich habe natürlich jetzt hier schon mal ein bisschen Nadelwald mit platziert, ein kleines Schneebiom gemacht, natürlich die große Startplattform und Landeplattform von unserem Weihnachtsmann, der Tannenbaum. Ich wollte ihn erst, sag ich mal, mit richtigen Lichtquellen mir verzieren, aber ist mir aufgefallen, Lichtquellen lassen ja Schneeblöcke, also Schneeplatten, ein bisschen schmelzen und dann kann man das nicht so schön gestalten. Von daher dachte ich mir einfach ein paar Knöpfe, so als Deko, die gehen auch. Man kann natürlich auch noch das Häuschen vom Weihnachtsmann ein bisschen besser machen, das heißt natürlich seine Fenster verkleiden. Hierbei haben wir ja bunte Glasblöcke genommen, passt immer ganz gut, dass man dahinter dann vielleicht auch schwarzen Beton nimmt, so wie das oben bei den Türmen schon haben. Ihr könnt natürlich dann auch hier wieder ein paar Büsche euch, ein paar kleine Tannenbäume euch hier einfach mal an der Seite von unserem Häuschen platzieren. Büsche oder hier ein bisschen Feuerholz, was ja vielleicht hier an der Seite noch verstaut hat, kann man ja dann so als Deko ein bisschen machen. Vielleicht auch hier, nur auf der Vorderseite, auch noch ein paar Büsche an den Seiten überhin und fertig ist das Ganze. Ihr seht ja schon, hier an der Seite haben wir noch eine freche Platz. Was da wohin kommt, man kann nur spekulieren. Aber ich glaube, ihr wisst, was dahin kommt. Aber ansonsten sind wir erstmal für heute fertig. Das Häuschen vom Weihnachtsmann steht. Man kann sich's natürlich noch ein bisschen gestalten. Und dann kann Weihnachten auch kommen.
Ich bedanke mich dann erstmal wie immer fürs Zusehen, wünsche dir jetzt viel Spaß beim Nachbauen vom Weihnachtsmannhäuschen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder, von daher haust rein und tschüss!